Es geht dem Ende entgegen, schnurstracks. 7 Wochen Vorbereitung und 8 Testspiele hinter sich lassen. Die TSG ist wieder auf echtem Konfrontationskurs. Erstes Pflichtspiel der neuen Saison, DFB-Pokal Runde 1 im hohen Norden, Hansestadt, beim USC Paloma, Oberliga, dabei als Gewinner des Hamburger Pokals. Ja, zunächst mal muss man einfach sehen, dass wenn eine Mannschaft einen regionalen Pokal gewinnt, kann die auf jeden Fall mal was. Ja, und es ist keine Amateurmannschaft mehr zu unterschätzen, keine Mannschaft mehr dabei, wo du einfach so hinfährst und sagst, du gewinnst jetzt einfach mal so im Vorbeilaufen. Das ist nicht der Fall. Es war harte Arbeit. Die Kräfte kommen so langsam zurück. Die Vorfreude steigt auf die Spiele, in denen es wieder um etwas geht. Die Hamburger rühren die Werbetrommel, trainingsfrei für Hochglanztrailer. La Paloma, die Taube, die Mannschaft mit Tauben vor der Kamera, emotionalisieren für das Spiel des Jahres. Dort ist ja große Promotion-Aktion auch am Laufen über YouTube-Videos und Vermarktung des Spiels. Man merkt natürlich, dass das so ein bisschen zu einem Kult-Event auch aufgebaut ist, dort die ganze Geschichte. Deswegen sind wir schon gewarnt, ja, dass uns da ein Gegner erwartet, der sicher in diesem Spiel alles geben wird. Und dann musst du einfach selber mit 100% dorthin gehen und dorthin fahren. Und dann hast du auch eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn du denkst, es ist 1-2% weniger reichen und du könntest dich vielleicht da irgendwie rausmogeln aus so einem Spiel, das geht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Und die Hamburger haben Erfahrung im DFB-Vereinspokal. In der Saison 2002-2003 qualifizierten sie sich schon einmal, schieden allerdings nach einem 0:5 gegen den 1. FC Kaiserslautern in Runde 1 auch wieder aus. Vorbereitung auf den Oberligisten perfekt bei typisch Hamburger Wetter. Gegnerbeobachtung wie üblich, allerdings nicht live, kein Nachteil. Live nicht, nein, das ist nicht möglich gewesen, aber wir haben das natürlich genauso professionell gemacht wie in Bundesliga. Spiel, das wir angehen. Das heißt, wir haben den Gegner natürlich beobachtet, gefilmt, wir haben Videoszenen vorbereitet. Wir werden das genauso akribisch machen wie jedes Spiel, das wir in der Bundesliga angehen. Startschuss in die neue Saison am Sonntag. Endlich geht's wieder los.